Hallo, liebe Schlagzeuggemeinde. Willkommen zu diesem Erklärbär-Video mit mir. Dieses Video beschäftigt sich mit Taktarten und dem ganzen Drumherum. Los geht's! Eine Taktart gibt uns eine wichtige Information. Sie legt fest, wie lange ein Takt dauert und sorgt damit für einen gleichmäßigen Puls. Daher steht die Taktart immer zu Beginn eines Stückes, eines Songs, einer Übung und so weiter und kann entweder durch einen mathematischen Bruch oder durch bestimmte Symbole gekennzeichnet werden. Es gibt in der Musik nicht eine bestimmte Taktart, sondern viele verschiedene Taktarten. Meistens steht ein Lied in einer einzigen Taktart. Eine Taktart kann sich aber auch durchaus innerhalb eines Musikstücks ändern und das sogar mehrfach. Kleiner Tipp vorweg: Bevor ihr weiterschaut, empfehle ich euch ausdrücklich vorher das Video Takt und Taktstriche anzuschauen. Klickt einfach dazu auf die Infokarte hier rechts oben im Video. Was teilt uns eine Taktart denn nun mit? Eine Taktart gibt grundsätzlich an, wie lange ein Takt dauert und ich rede hier nicht von Sekunden oder ähnliche Zeiteinteilung. Um die Dauer eines Taktes zu kennen, müssen wir wissen, welcher Notenwert gezählt werden soll und wie oft dieser Notenwert dann gezählt wird. Um uns diese Information zu liefern, findet man üblicherweise zwei Zahlen in der Angabe der Taktart. Eine oben über dem Strich, auch Zähler genannt, und eine unter dem Strich, auch Nenner genannt. Genau wie in der Mathematik. Ungefähr ab der 5. Klasse. Ich kann aber alle beruhigen, es wird nicht mathematisch und nicht kompliziert. Beginnen wir mit der Angabe unter dem Strich, also dem Nenner. Hier steht die Angabe des Notenwerts, sprich, welcher Notenwert soll gezählt werden oder anders ausgedrückt, welcher Notenwert ist der Puls der Musik? Manche sagen auch Metrum dazu. Der Puls ist der gleichmäßige Grundschlag, das ist das, worauf die meisten Menschen mitklatschen, was beim Hören am einfachsten nachzuvollziehen ist. Unter dem Strich im Nenner kann nicht jede Zahl stehen, denn es gibt in der Musik nur bestimmte Notenwerte. Nur kurz zur Erklärung, Notenwerte geben an, wie lange eine Note dauert. Genaue Erklärungen folgen dann jeweils von mir bei den Abschnitten mit den entsprechenden Notenwerten. Die gängigsten Notenwerte, die in einer Taktart stehen können, sind halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten und gegebenenfalls Sechzehntelnoten. Wenn im Nenner eine 2 steht, dann ist als Notenwert die halbe Note gemeint. Steht im Nenner eine 4, dann ist die Viertelnote gemeint. Steht im Nenner eine 8, dann ist die Achtelnote gemeint. Steht dort eine 16, dann ist die Sechzehntelnote gemeint. Die vier Zahlen, 2, 4, 8 und 16, sind also die gängigsten Zahlen, die unter dem Strich stehen können. Und ich habe tatsächlich noch nie eine andere Zahl im Nenner stehen sehen als eine dieser 4. Und von diesen 4 Ziffern ist mit großem Abstand die 4 die häufigste Angabe, gefolgt von der 8. Das macht es schon mal ziemlich einfach. Im Zähler, also über dem Strich, steht die Zahl, die angibt, aus wie vielen des im Nenner stehenden Notenwertes ein Takt besteht. Die obere Zahl zeigt folglich an, wie oft der im Nenner definierte Notenwert in einem Takt vorkommen darf. Diese Zahl definiert also gemeinsam mit dem Nenner die Länge des Taktes. Machen wir es konkret. Steht unten im Nenner eine 4, dann ist damit die Viertelnote als Puls der Musik festgelegt. Steht über dem Strich im Zähler eine 4, dann bedeutet das, dass ein Takt die Länge von 4 Viertelnoten hat. Man zählt dann die Viertelnoten durch, beginnend mit der 1 bis zur 4. Dann wiederholt man das Ganze wieder und immer so weiter. Hier handelt es sich im Übrigen um einen 4-Viertel-Takt, die am häufigsten vorkommende Taktart in unserer westlichen Musikkultur. Ich gebe mal ein weiteres Beispiel. Im Nenner steht wieder die 4, im Zähler aber eine 3. Die 4 im Nenner legt als Notenwert die Viertelnote erneut fest. Die 3 im Zähler gibt an, dass nun in einem Takt nur 3 Viertelnoten vorkommen dürfen. Wir zählen folglich nur bis 3. Konkret 1, 2, 3. Darauf folgt ein neuer Takt 1, 2, 3 und so weiter. Diese Taktart, also im Nenner die 4 und im Zähler die 3, nennt man 3-Vierteltakt. Noch ein Beispiel. Im Nenner steht eine 8, der Puls der Musik ist nun die Achtelnote. Im Zähler steht eine 6, es handelt sich dann um einen 6-Achtel-Takt. Ein Takt hat in diesem Fall die Länge von 6 Achtelnoten. Anders als beim 4-Viertel- und 3-Viertel-Takt werden die Achtelnoten gezählt, beginnend in diesem Fall mit der 1 bis zur 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Jetzt habe ich auch schon die drei der häufigsten Taktarten vorgestellt, den Viervierteltakt, den Dreivierteltakt und den Sechsachteltakt.
Aber wie ich eingangs schon erwähnte, andere Taktarten sind ebenso denkbar. Prinzipiell könnte man jede Zahl in den Zähler schreiben. Es stellt sich dann nur die Frage nach der Sinnhaftigkeit. In meiner Einleitung hatte ich auch davon gesprochen, dass nicht nur ein mathematischer Bruch, sondern auch bestimmte Symbole Taktarten angeben können. Zu eurer Beruhigung kann ich sagen, dass es nicht viele dieser Symbole gibt. Gemeinhin verwendet man nur zwei. Das erste Symbol ist ein Halbkreis und meint nichts anderes als einen gewöhnlichen Viervierteltakt. Dieses Symbol findet man nicht gerade selten, daher sollte man sich damit unbedingt vertraut machen. Wenn mittig durch den Halbkreis ein senkrechter Strich steht, ist die Taktart 2 halbe Takt gemeint. Notiert als Bruch steht eine 2 oben im Zähler und eine 2 unten im Nenner. Ein 2 halbe Takt hat per Definition die Länge von 2 halben Noten und wird 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so fort gezählt. Ein 2 halbe Takt wird auch à la breve oder im Englischen Cut Time genannt. Die gewieften Mathematiker unter euch werden jetzt sagen, ja, Moment mal, ob die Länge 2 halbe Noten sind oder 4 Viertelnoten, das macht doch rein rechnerisch keinen Unterschied. Das ist mathematisch gesehen korrekt, aber ob der Puls eine halbe Note ist oder eine Viertelnote, das macht musikalisch tatsächlich einen Unterschied. Das werdet ihr im Laufe eurer Musikerkarriere noch feststellen. Lasst mich noch schnell im Besserwisser-Modus ein paar Worte über das Symbol C verlieren. Fälschlicherweise wird dieser Halbkreis oft als der Buchstabe C angesehen. Von seiner Geschichte her ist das aber nicht korrekt. Dieses Zeichen reicht zurück bis ins Mittelalter, in die Zeit der Modalnotation. Die Modalnotation war in großen Teilen Europas des 12. bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts nach Christus gebräuchlich und hat sich aus einer vorhergehenden Notationsweise entwickelt. Um den Halbkreis zu erläutern, muss man den vollen Kreis hinzuziehen. Der volle Kreis ist ein Symbol für den Dreivierteltakt, heutzutage aber nicht mehr wirklich in Gebrauch. Der ganze Kreis symbolisiert die Vollkommenheit. Der Dreivierteltakt ist also der vollkommene Takt im Mittelalter gewesen. Die Zahl 3 wurde im Mittelalter als vollkommen angesehen aufgrund der Dreifaltigkeit Gottes. Der Halbkreis war dementsprechend unvollkommen. Der Viervierteltakt ist nach mittelalterlichen Vorstellungen die unvollkommene Taktart. Das Symbol für den Viervierteltakt steht also nicht für den Buchstaben C, sondern für einen unvollkommenen, sprich einen halben Kreis. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle der Taktarten bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Macht's gut, euer Timo. Ciao.